Hallo und willkommen zu Let's Play Minecraft Beta. Es war lange her, seitdem ich es das letzte Mal wieder gespielt habe. Jetzt ist inzwischen schon die Beta 1.8.1 raus mit vielen neuen Neuerungen, die ich mit einer neuen Welt feiern werde. Ah, langer Satz. So, erstmal werde ich mir ein kleines Schlückchen Eistee gönnen. Nom nom nom. Und allen Nichtkennern der neuen Version mal zeigen, was es zum Beispiel in den Options gibt. Hier kann man jetzt zum Beispiel FOV einstellen, das ist sowas wie ein Zoom, was aber irgendwie ein bisschen überflüssig ist, finde ich. Hier ist Musik, Sound, ganz normal halt. Dann Video-Settings gibt es jetzt zum Beispiel auf Brightness, was ich ziemlich gut finde, weil so könnt ihr endlich auch mal sehen, wenn ich in Höhlen unterwegs bin. Und nicht, dass da immer nur schwarz ist und sowas halt. Dann hier halt das normale. Soll man sagen, Pick Block und so, List Players, genau. In Multiplayer-Welten könnt ihr jetzt auch zum Beispiel Tab drücken, wo jetzt die Spiele aufgelistet werden. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber scheint sich ziemlich praktisch anzuhören. Und jetzt hat man auch die schöne Hintergrundbild. Ich habe auch ein Texture Pack, welches jetzt Spexpur BT Craft 64x.zip heißt. Und ja, das will ich mal benutzen, damit ich ein bisschen HD ins Spiel bringe. So. Das sind meine alten Let's Play-Welten und die Kopie davon. Jetzt werde ich deshalb mal eine neue generieren. Neue LP-Welt. So. Hier gibt es jetzt auch Survival und Creative Mode. Survival Mode ist halt das normale mit Abbauen und Kämpfen und so. Und Creative Mode, da könnt ihr fliegen, Blöcke zerstören und whatever. Jetzt gibt es hier auch More World Options. Hier kann man jetzt ein Seed wieder eingeben. Lass mal sehen, was will ich machen? Water, Justin Bieber, Diamonds. So. Generating Structures on oder off. Das generiert zum Beispiel jetzt auch neue Dörfer, Dungeons, Minen und so. Das sind alles gute Neuerungen, die ich echt gut finde, wie soll man sagen. Naja. Und jetzt will ich mal die Musik anmachen. Die neue Playlist, die ich jetzt extra für dieses Let's Play ausgesucht habe. So. Create New World. Außerdem ist es jetzt so ein Mix aus Chiptune und ja, Entspannungsmusik. So, wird geladen. Ich habe es auch schon Sans Minimap drin. Mache ich jetzt mal weg. Es laggert ein bisschen. So. Okay, gut. Ich nehme noch auf, okay. So. Hier haben wir jetzt Pilze, kleine Pilze, große Pilze. Und es gibt auch ganz große Pilze, die auch irgendwann noch später kommen. Das sind Lianen, die halt von Bäumen runterhängen. Das ist halt mein schickes Texture Pack. Und außerdem, oh, hier gibt es so schön viele Schweine. Die brauche ich nämlich überhaupt für die neue Neuerung hier. Nämlich die Hungerleiste. Die seht ihr neben der Lebensleiste. Das sind diese Hühnchenkeulen. Und ja. Hey, hey! Und sprinten! Das ist auch eine Neuerung. What the fuck? Ach, da bist du. So. Komm her, du. Yeah. Jetzt habe ich ein paar XP-Punkte bekommen. Das ist diese grüne Leiste, die jetzt aber zur Zeit leider noch rein gar nichts bringt. So. Außerdem gibt es auch neue Gegner wie Endermans und sowas. Die kommen auch nachts und sind auch eigentlich schwer zu besiegen. Ich hatte vorhin generell jetzt nur Videos gesehen, sonst ist diese Version eigentlich komplett blind gespielt. Jetzt baue ich halt Bäume ab, wie es sich so für den Anfang von Minecraft Let's Play gehört. Ein bisschen Bambus kann man auch noch mitnehmen, ist doch Bambus, oder? Ja, Sugarcanes, richtig. Das sieht das irgendwie so neu aus. In diesem Texture Pack. Welches ich außerdem auf meinem Forum zur Download zur Verfügung stellen werde. So, jetzt noch ein bisschen abbauen. Oh Gott. Wahrscheinlich fragt ihr euch auch wahrscheinlich, warum so längere Zeit so viele Videos nicht am Stück gekommen sind. Es liegt nun mal daran, dass zur Zeit bei uns Großmarkt war, das ist so halt so ein Jahrmarkt. Muss auch so. Halt auch so mit Verkaufsständen und so, ist halt zur Hälfte und so. Und da habe ich mich halt ein bisschen gehen lassen, würde ich mal sagen. Ich wollte darauf jetzt nicht weiter eingehen. So.
Clay. Das ist Clay, das lasse ich schon mal. Davon kann man auch noch ein bisschen mitnehmen. Aber ich glaube, das sollte ich fürs erste Mal lassen, weil das brauche ich jetzt nicht wirklich. So, außerdem kann man jetzt mit der neuesten Version auch sprinten. Das macht man, indem man Doppelklick auf... Ja, was heißt hier Doppelklick? Doppeldrück auf W macht. So halt vorwärts laufen. Dann versetzt sich auch so der Bildschirm, was ich auch ziemlich cool finde. So. Jetzt will ich aber erstmal ein paar Bäume abbauen. Und dann will ich mal neue Häuser machen. So. Jetzt komm. Außerdem gibt es auch so eine Neuerung von wegen Lichtern und so. Also das erkläre ich jetzt mal genauer. Denn wenn es nachts wird, dann kommt nicht mehr dieses normale, halt etwas zu dunkle Licht, sondern eher so bläuliches und sowas. Außerdem ist auch in dunklen Höhlen, haben die Fackeln eine deutlich kräftigere rote Farbe und sowas. Das finde ich auch als sehr schön gemacht. Aber das werdet ihr alles natürlich noch sehen in den späteren Parts. Wo ich mal auf Dungeon-Höhlensuche gehe und so. What the fuck? Mann, oh Mann. Komm her. So, außerdem kann ich euch das mit diesem Zoom auch schon zeigen. Hier, Options. Jetzt achtet mal auf den Hintergrund. Quake, wow. Wobei das auch irgendwie ziemlich merkwürdig aussieht. Oh Gott. Ja, genau davon rede ich. Das irgendwie, keine Ahnung, das... Ah, LMC-Anfall. Nein. Das mache ich wieder normal. Geh noch ein paar Schweine töten, damit ich später nicht so Hunger bekomme. Außerdem gibt es Critical Hits, wenn man so auf den Zug rennt und springt, glaube ich. Den Schweinen und Mobs allgemein. Und überhaupt, wie die wegfliegen. So. Ja, nur ein paar XP-Punkte. So. Jetzt komm her, du Schweinchen. Ey, 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 ey. Komm her. Danke. So. Es gibt jetzt nämlich auch eine Essanimation. Nom, 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 nom. So, und schon ist die Hungerleiste wieder weg. Also aufgefüllt. Jetzt will ich aber mal langsam mit den Craften anfangen, weil es wird auch schon ein bisschen dunkel. Da will ich jetzt natürlich nicht sterben, so. Also nicht heute auf jeden Fall. Vielleicht später, das ist ja sowieso klar, aber nicht jetzt, nicht heute. So, jetzt will ich jetzt mal eine Standardhütte wieder hier platzieren. Außerdem gibt es meine Welt natürlich wie immer auch auf zum Downloaden. So wie meine neue und meine alte Welt, wie auch meine alten Texture Packs. Gibt's also vor einem Forum zum Download. Ist Werbung. So. Okay. Jetzt will ich erstmal eine Crafting Bonk machen. Crafting Table. Ich kann mich immer noch nicht an den Namen gewöhnen. So. Mach mir ein paar Sticks. So, erstmal eine Holzspitzhacke. Will ich jetzt mal ein bisschen Stein abhauen. Mal sehen, wo gibt es in der Nähe Steine? Okay, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen gearscht. Ach egal, ich mach's mir einfach mal improvisieren. Jo, ganz genau. So, und wie ihr bemerkt habt, geht auch das Abbauen allgemein ein bisschen schneller als früher. Was auch gut für Anfänger ist, ich meine von wegen, weil wenn man eine neue Welt anfängt, dann müsste man natürlich nicht sofort sterben, weil man zu wenig Ressourcen hat. Ja, ja, an diese Erlebnisse kann ich mich noch erinnern. So, jetzt ist es aber erstmal genug Ressourcen, Materialien abbauen. So, ich glaube, ich mache mir jetzt so eine Art Treppe dorthin.
Ah, scheiße. So. Okay, komm. Ach, das mache ich später. Ich möchte erstmal das so markieren. Mit einem Pilz. Schon wieder ein Schweinchen drin. Jetzt möchte ich auf jeden Fall meine Steinaxt erstellen, damit ich jetzt nicht Ewigkeiten brauche, um mehr Holz abzufarmen. Weil Holz ist ja auch etwas, das ich jetzt dringender brauche als alles andere. So. Obwohl, man kann ja so sagen, dass man Holz auch nachts farmen kann. Weshalb ich jetzt erstmal ein Schwert machen werde, zur Verteidigung gegen die dunkle Mächte und überhaupt, damit ich jetzt die Schweine abficken kann hier. Denn ich brauche ein bisschen, ja, Stoff. So. Und wie man sehen kann, wenn man die XP-Leiste voll hat, passiert wirklich fast gar nichts. Das Einzige, was hier passiert ist, dass halt, naja, die Leiste eben wieder von vorne losgeht. So. Na. Ja, und die Schweine laufen auch immer so wehr hin und her, nachdem man sie geschlagen hat. Was auch eine Neuerung ist. Außerdem könnt ihr mir jeden Musikvorschlag senden, der GEMA-frei ist und whatever. Immer alles, was meine Let's Plays verbessern könnte. Nehme ich gerne alles als Vorschlag an. So. Das dürfte aber erstmal reichen. So. Okay. Och ja, und außerdem, wie ihr bemerkt habt, ist das Fleisch und das Essen allgemein endlich stapelbar. Und es gibt auch neue Essen, wie zum Beispiel verdorbenes Fleisch von Zombies, so Chicken Wings von Chicken und whatever. Außerdem soll es auch noch Silberfische geben, die sich in Steinen verstecken und einen eingreifen, was sich schon so gesehen für mich nicht wirklich toll anhört. Aber hey, es hört sich alles interessant an. Und das sind alles Neuerungen, die ich gerne begutachten möchte. Lalalala. Stirb, Schweinchen. Schweinchen. So. Na. XP-Punkte, die nichts bringen. Huawei. So. Sprinten. Soweit ich mich nicht irre, verbraucht Sprinten auch irgendwie ein paar Punkte. Also Hungerpunkte. Ja, muss Rechtsklick gedrückt halten. Und daran muss ich mich noch gewöhnen. So, wie ihr sehen könnt, wird es schon deutlich blauer und so. Also das Licht an sich. Hier, wunderschön, genießt das, ey. Das sieht echt geil aus, wie so dieses Rote zum Blauen übergeht. Echt geile Sache. So, jetzt will ich aber verdammt nochmal schnell einen Ofen basteln, damit ich, ach verdammt, nicht verrecke. Bisschen Holz verbrennen. Na, verdammt. Also verdammt, wie kann man das nochmal machen? Genau, man braucht dafür rohes Holz. Ach du Scheiße. Das sind schon die ersten Dreckskelette. So. Genau. Danke. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte die Musik später ein bisschen leiser machen. Aber jetzt geht's ja noch. Oh, fuck. Und Endermans, das sind halt solche schwarze Gegner, die sind aber auch relativ selten.
Wobei, ich möchte jetzt mal da hinten gerne einen Creeper angucken. Moment schon mal. Dafür mache ich jetzt mal einen neuen Waypoint. Add Home. So. Jo. Und back. So.